Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die beweist, wie weit Mutterliebe gehen kann. Nicht nur Menschen, auch Tiere sind zu großen Opfern für ihren Nachwuchs bereit. In einer verlassenen Garage brach einmal ein Feuer aus. Als die Feuerwehr eintraf, um die Flammen zu löschen, machte eine der Einsatzkräfte eine erschütternde Entdeckung. Eine streunende Katze lief immer wieder in das brennende Gebäude hinein und heraus. Neugierig beobachtete der Feuerwehrmann das Tier. Eines nach dem anderen rettete sie so ihre Jungen aus den Flammen. Dabei zog sie sich schwere Verbrennungen an den Augen, Ohren und der Schnauze zu. Fünfmal stürzte sie sich in die Hitze und den Rauch, um keines ihrer Kinder zurückzulassen. Als alle Kätzchen in Sicherheit waren, brach die erschöpfte Mutter zusammen. Ein Feuerwehrmann brachte sie sofort in eine Tierklinik, wo sie liebevoll gepflegt wurde. Die Geschichte von der heldenhaften Katze ging um die Welt und berührte viele Menschen. Zahlreiche Angebote zur Unterstützung der Katze und ihrer Jungen erreichten die Redaktion einer großen Zeitung. So fanden die Kätzchen und ihre mutige Mutter schnell ein neues Zuhause. Diese Geschichte zeigt uns, dass die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern stärker ist als jede Gefahr. Die Katze hat mit ihrem selbstlosen Einsatz bewiesen, dass Mutterliebe keine Grenzen kennt. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.